Das ist jetzt der Zug hinter mir, mit dem fahren wir jetzt. Und das ist hier der Tuntenexpress Eintrittsticket für den Zug. Ich gehe jetzt mal rein, schaue mir mal an, wo der Thorsten sich hingesetzt hat, setze mich dann dazu und hoffe auf eine wunderschöne, gemütliche Fahrt. Bis dann. So, wo sind die Geschenke? Was hast du uns denn mitgebracht? Das ist der Kuchen, den wir kriegen, und den Kaffee hier auf der Fahrt, der ist umsonst. Und wir werden auch weiterhin mal jetzt die Fahrt genießen, dabei Kuchen und Kaffee trinken und auch weitersehen, was noch heute auf uns einbrettert hier auf der Fahrt im Tuntenexpress. Thank you.
So, jetzt sind wir hier in Amlinghausen. Wir haben eine Stunde Aufenthalt, aber und wir sind hier draußen aus dem Zug. Ich zeige euch aber jetzt mal den Zug in voller Länge. Das war der Zug in voller Länge. Jetzt wird die Lok abgekoppelt und fährt wahrscheinlich auf dem anderen Gleis vorne drauf, dass sie vorwärts fahren. Und das würde vielleicht eine Stunde dauern, aber das spielt keine Rolle. Da vorne ist eine Weiche, dann kommt der hier an den Roten dran. Aber jetzt erst einmal warten wir und sehen, was hier noch kommt. Hier soll noch ein Gruppenfoto gemacht werden. Hier soll der Astronaut noch kommen. Alles, was ich weiß nicht, was alles da auf uns zukommt. Lassen wir uns überraschen. Okay, bis gleich. Das ist die Lok, die natürlich jetzt gleich an den roten Wagen hier ankoppelt. Und dann geht es in diese Richtung zurück nach Lüneburg. Und wir wollen hoffen, dass die Fahrt genauso schön wird, nur in die entgegengesetzte Richtung. Da kommt sie an. Jetzt steht sie genau vor dem Roten, wird angekoppelt und dann kann man gleich hier losfahren wieder. So, ich melde mich wieder da, wenn ich im Zug bin. Nach Hause wieder. Also nach Hause nach Lüneburg mit dem Zug. Fahren wir wieder zurück. Und bis jetzt war das Programm eigentlich sehr schön, was die Querveranstalter gemacht haben mit ihrem Zug und dem Programm. Hat mir sehr gut gefallen bis jetzt. Und wir haben jetzt circa Viertel nach vier, halb fünf, sind am besten Weg hin zurück nach Lüneburg. Mord im Orient Express. Also jetzt könnt ihr doch mal alle gucken gehen. Das habe ich bei der Rechten dahinter. Gott, ich bin nicht mehr dahinter. Nee. Ja, das verstehe ich. Mord im Orient Express. Jetzt ist das war der Kilo, den mochte ich besonders. Ich weiß nicht, wer das ist.
Das arme Ding, der wurde ermordet. In der Veranstalterin wurden ermordet und nun wurde sie durchgesagt. Ja! Ja, ist ja gut. Jetzt. Jemand Kaffee? Danke. Danke. Ihr Kaffee? Danke. Hier wurden auch kleine Schnäppchen verteilt. Ja, glaube ich sofort. Aber ich möchte ihn auch. Ja, weil er ja keine. Wie ihr hören könnt, ist die Stimmung richtig toll. Gute Unterhaltung und eine kleine Showeinlage. Wozu passt dieser rosa Farb? Hier! Hat man sowas gesehen? Da. Ja. Nein. Passt er hier? Passt er hier? Nein, er passt nicht. Did you see anything that has this color? Because this was found on the body, the cadaver of my sister. Der Selbstmord. Oh, ich sehe es hier. Das ist doch genau die gleiche Farbe. Wie kann das denn sein? Warst du der Mörder? Hast du kaltblütig meine Schwester ermordet? Warst du es? Die Faser spricht eindeutige Sprache. Ich glaube, du musst da mal in den Schuh schlüpfen und deine Unschuld beweisen. So, rein mal den Schuh aus. Aber sofort. Ruf schon mal die Polizei. Ist euch irgendwas aufgefallen? Sollen wir es ausprobieren? Also ich kann jetzt auf jeden Fall sagen... Vielleicht warst du es auch. Wer schmeißt denn hier mit Anschuldigungen um sich? Als wir losgefahren sind, da war sie noch nicht am Platz, da war sie noch unterwegs im Zelt. Heike? Heike, ich glaube... Ja. Du musst. Heike, das belastet dich schwer jetzt. Du möchtest, dass ich jetzt mein Stuhl aufziehe? Ja, bitte. Ja. Auch wenn wir jetzt Käse das haben schon andere gemacht. Hier, komm mal zu mir rüber hier. Achtung, darf ich da einmal auf die Bank rutschen? Bleib sitzen, streck einfach nur das Bein. Nur das Bein? Ich glaube, du warst das, Heike. Nun ja. Kann man nur anhalten, dann sieht man doch ein bisschen Brüssel. Was? Nein, das wir geht. Siehste. Scheiße. Oh! Aber was wäre das Motiv? Eifersucht. Sag mal, bist du bescheuert? Was wäre das Motiv? Ich glaube, ich habe es aus Eifersucht getan. Alles klar, wir haben die Mörderin. Der Fall ist aufgeklärt. Du hast mit Heiner gequatscht. Sven gequatscht während der Tatzeit. Genau. Ich hab meiner Schwester einfach ganz kühn den Finger in den Po gesteckt. Ich kam nach Todeszeit. Was? Noch ein Mörder! Oh Gott! Noch ein Mörder! Das gibt's ja nicht! Ich kann Kimmich oder Lachen. Kimmich oder Lachen. Ich stehe hier, Jesus.
So, ihr Lieben, jetzt endet sich die Zugfahrt hier. Ich sage schon mal tschüss, auf Wiedersehen. Wir sehen uns im nächsten Video hier wieder. Und außerdem ein herzliches Dankeschön an Quer aus Lüneburg, die diese Reise mit dem Zug uns ermöglicht haben. Danke dafür und macht weiter so. Egal bei welchem Programm, wir sehen uns wieder. Bis dann, ciao.